Ausfahrt TV Tuning wird euch präsentiert von Sonax. Hallo und herzlich willkommen zu Ausfahrt TV Folge 12. Und ihr seht es schon auf den ersten Blick, ich habe heute wirklich was ganz Besonderes. Es ist nämlich ein Wagen, der mir tatsächlich am Herzen liegt. Das ist nämlich der erste Wagen, wo meine Frau gesagt hat, ja, den darfst du kaufen. Und das, obwohl er einen V8 hat. Doch bevor wir über den Ford Mustang reden, Leonard, stell dich einmal ganz kurz selber vor. Ja, ich bin Leonard, 23, Altenpfleger gelernter, Pflegedienstleitung mittlerweile und komme aus Methelen. Aus Methelen. Methelen liegt für die Leute, die da nicht so im ganz bewandert sind. Münsterland, Nähe von Münster. Münsterland. Tecklenburg, glaube ich, ist auch in der Nähe. Ja, ein bisschen weiter weg. Ja, aber Tecklenburg, wunderschön. Müsst ihr mal gefahren sein. Wunderschöne Strecken, wunderschöne Kurven und da passt dein Wagen auch, glaube ich, ganz gut hin. Würde ich auch sagen. Wir haben einen Ford Mustang Baujahr 2015 und jetzt, pass auf, bevor ihr den Witz macht, ich mache ihn selber. Was ist hier, jeder Aufkleber 5 PS oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, kommen wir nicht ganz hin, würde ich sagen. Denn der hat nämlich einiges unter der Haube. Ich habe schon gerade gesagt V8 und deswegen heute, ihr merkt es schon, wieder ein bisschen anders, wieder ein bisschen verbessert, wieder ein wenig verändert, kommt der Motorporn. Ja, so ein 5 Liter V8 im serienmäßigen Zustand, eigentlich schon eine Wucht. Was hat er serienmäßig? 421 PS und 530 Newtonmeter. Und da hast du einiges dran gemacht. Fangen wir mal vorne an. Das erste, was ich sehe, ist ein offener K&N-Luftfilter. Der bringt erstmal Sound. Kein K&N, sondern GLT aus Amerika. Okay, eingetragen? Okay. Eingetragen, ja. Wir müssen mal dazu sagen, alles, was hier verbaut ist, ist eingetragen. Muss so sein. Damit es einfach legal ist. Also offener Luftfilter, der bringt aber erstmal Sound auch vor allem. Sound vor allem und obenrum ein bisschen mehr Leistung, ich schätze mal so 10, 12 PS. Du bist der Erste, der tatsächlich hier ist, der seinen Wagen auch auf der Rolle hat, deswegen kommen wir nachher hier zu fundierten Werten. Aber da hast du gesagt, Luftfilter alleine reicht mir nicht, was hast du noch gemacht? Ja, der Luftfilter kam ganz zum Schluss. Ich bin angefangen mit Longtubes, also Fächerkrümmer mit 200 Zeller Sportkratz von HJS. Die alleine haben schon 20 PS gebracht. Ich war dann bei 442. Okay. Dann kam die Software dazu und dann obendrauf noch der offene Luftfilter. Und jetzt kommen wir summa summarum auf was für Werte? 498,6 PS und 599 Newtonmeter. Also sagen wir roundabout 500 PS und 600 Newtonmeter und das in dem Ford Mustang V8. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Und da würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal Felgen und Fahrwerk an. Ihr seht es auf den ersten Blick, Leonard steht auf die Originalfelge und auch auf die Ballonreifen. Ich weiß, viele von euch sagen, Mensch, da ist ja ganz schön viel Gummi, aber da stehst du drauf. Oldschool-Optik. Aber auch typisch amerikanisch. Ja, richtig. Ich hatte zwar erst überlegt, auf 20 Zoll zu gehen, aber in letzter Zeit sage ich einfach, 19 Zoll sieht an diesem Wagen perfekt aus. Ich warte jetzt auf das Facelift, da kommen einige neue Felgen von Ford raus und so wie es ausschaut, kommt auch wieder eine Bullet-Felge, eine 5-Speichen-Felge. Schön massiv und dann so ein 19 Zoll Reifen drauf. Und dann willst du die dann umbauen. Was du aber meiner Meinung nach richtig gemacht hast, die Felge normalerweise serienmäßig steht sehr weit drin im Radkasten. Ja. Die hast du rausgeholt durch die Distanzscheiben. Welche hast du hier verbaut? 23 mm pro Seite, 46 auf der Achse, vorne und hinten. Und tiefer gelegt durch Albach-Federn. Einfach nur Fahrwerk. Also Fahrwerk Original und das Albach Pro Kit. Ja. 25 und 20 mm sind das. Lass uns da mal über ein paar Kosten reden. Die Distanzscheiben, weißt du da so roundabout, was hast du da investiert? Ich glaube 400 für vorne und hinten zusammen. Und dann sieht es halt schon ein bisschen satter im Radkasten aus und tiefer durch das Albach-Fahrwerk, was hast du da, beziehungsweise durch die Federn, was hast du da bezahlt? Ich glaube, das Kit lag so bei 220 Euro. Dazu kommt natürlich Montage, Achsvermessung und Eintragung. Darf man nie vergessen, das sind immer so die Sachen, die man natürlich beim ersten Blick, wenn man so sagt, ach komm, ich lege meinen Wagen mal tiefer und kaufe mir ein paar Federn für 200, 300 Euro, das beachtet man dann nicht. Ja, da kommt immer die Montage dazu, wenn man sie nicht selber machen kann, da kommt immer dazu, die Fahrwerksvermessung, die ganz wichtig ist für die richtige Spur- und Sturzeinstellung und halt die Eintragung natürlich. Also du hast gesagt, du möchtest zukünftig die Bullet-Felgen haben, deswegen kommen wir quasi eigentlich schon zu der Frage nach dem Traumwagen. Das ist dann wahrscheinlich auch ein 67er Mustang, oder? 67er Mustang Fastback. Kommen wir aber später nochmal zu, kleiner Spoiler schon mal vorab. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Exterieur an. Ja, Exterieur und da muss ich wirklich sagen, der Ford Mustang finde ich ja persönlich, und ich weiß nicht, ob ihr damit zustimmt, finde ich perfekt. Wenn man den verbaut und verbastelt, ja,
Da müsste man eigentlich links und rechts einen drüber kriegen. Und das hat Leonard, glaube ich, ähnlich gesehen, denn der sieht fast serienmäßig aus von der Optik bis auf die Aufkleber. Ja, bis auf die Streifen an Anlehnung von einem Ford GT. Ja, da sagen übrigens viele, das sind Viper-Streifen, wenn man die irgendwie kauft oder wenn man da bei eBay mal guckt. Ja. Die werden häufig als Viper-Streifen verkauft, stimmt gar nicht. Der Ford GT war damals das erste serienmäßige Fahrzeug, was diese Streifen drauf hatte. Und ich finde, zu der Farbe, wie heißt die Farbe, Vulcano Orange? Vulcano Orange, genau. Damals nicht so gerne gesehen, ne? Gab es nur ein Jahr? Gab es nur ein Jahr, ist mittlerweile abgesetzt von Ford, wird nicht mehr gebaut. Ja, aber macht deinen Wagen noch besonderer. Ja. Und vor allem, ich finde, das ist ein wirklich wunderschöner Orangeton. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte nämlich vorher auf Bildern, er wäre rot. Denken viele, man kann es schwierig fotografieren. Schropp-Tuning, das sind wahrscheinlich die Teile unter der Motorhaube, ja? Ja, genau. Das ist der Tuner, wo ich war. Macht seit 20 Jahren Mustangs. Ist ein Alltagsgeschäft. Der kennt sich da sehr gut aus. Ob Kompressorumbau, Turboumbau. Weil da geht noch mehr, ne? Also ja. Man könnte wirklich noch Turbo und Kompressor oben draufsetzen. Ja. Weißt du, wo man da so leistungsmäßig hingehen kann? Also Ford bietet selbst einen Kit an. Von Ford Performance, da kommt man so auf Roundabout US-Version 680, getüffte Version ca. 590-600 PS und mit einem Turbolader kratzt man an die 800-900 PS je nach Ladedruck. Hast du mal ausprobiert, so 0 auf 100, weißt du da, wie viel der das gebracht hat? Ja, habe ich. 0 auf 100 bin ich jetzt so bei 4,5 Sekunden. Und 100 auf 200 bin ich jetzt bei 9,3 korrigiert. Wie schnell lösen sich da die Hinterräder auf? Ist jetzt schon mein dritter Satz dieser Saison. Das sagt, denke ich, alles. Alles klar. Denn der Mustang hat natürlich auch die schöne Burnout-Funktion, die wir aber heute mal aus Respektsgründen nicht zeigen wollen werden. Schauen wir uns einfach mal an, das Fahrzeug von der Seite. Was hat diese 25 auf der Seite? Was hat es damit auf sich? Ja, eigentlich hat diese Zahl keine besondere Bewandtnis, nur ich fahre auch gerne mal vierte Meile und das war halt meine Startnummer. Ach so. Vom ersten vierte Meile Race diese Saison und dann habe ich... Hast du gewonnen? Ich war gut dabei, aber ist dann abgebrochen worden wegen einem Sperrenunfall. Oh, ja, das gönnt man natürlich keinem und da hoffen wir auch einfach, wenn da was passiert bei solchen Rennen, dass da nie einem wirklich was passiert, also körperlich passiert, also den Menschen selber, weil Fahrzeuge kann man ersetzen. Ja. Hauptsache... Da bleiben alle am Leben. Warum hast du dich dafür entschieden, die 5,0 draufzulassen? Weil viele, weiß ich, cleans weg. Na, so viele eigentlich gar nicht. Ich bin da eigentlich ziemlich aktiv in der Szene und die bleiben eigentlich dran. Weil wenn man die nicht dran hat, geht das eher so in Richtung Vierzylinder EcoBoost. Da wollte ich gerne nicht drauf hin. Du bist in der richtigen, in der Ford Mustang Szene drin. Ja. Wie viele fahren davon V8? Wie viele fahren 2,3 Liter? Grob geschätzt würde ich jetzt sagen, 2/3 V8 und 1/3 Vierzylinder. Würdest du sagen, dass man mit dem Vierzylinder mehr sparen könnte? Oder verliert man so viel Fahrspaß, dass man sagt, komm? Na, Fahrspaß verliert man nicht unbedingt, aber wirklich groß einsparen finde ich
Weil Preis, da ist kein großes Potenzial für da. Der verbraucht auch seine 8, 9, 10 Liter. Und wenn ich sparsam fahre, komme ich auch unter 10 Liter. Aber willst du das wirklich? Nein. Also. 25 Eibach haben wir gesagt, Brembo. Haben wir vorhin vergessen bei den Felgen. Hinter der Felge versteckt sich nämlich eine verbesserte Bremsanlage. Und da weiß ich, das steht ihr ja so drauf, wenn man nämlich sagt, wir machen hier intelligentes und vernünftiges Tuning. Und wenn man den Motor tunt, dann muss man ja wieder einfangen können. Deswegen, was für eine Bremsanlage hast du hier verbaut? Ja, erstmal die serienmäßige Brembo-Anlage, 6 Kolben. Ja. 360er Scheibe, jetzt aufgerüstet von Stoptech. Mit EBC Wetstuff-Belägen, Keramikanteil. Ich würde jetzt mal grob geschätzt sagen, 20-25% bessere Bremsfähigkeit und beständiger auf jeden Fall für die Rennstrecke. Das heißt, kein Fading mehr so ja. Richtig. Weißt du, was du da so investiert hast? Wir wollen ja mal Preise nennen. Ich habe die Sachen selbst importiert und selbst verbaut. Für vorne und hinten habe ich 1200 Euro bezahlt. Bremsen. Mit Zoll und Versand. Bremsen können einfach auch schon mal ins Geld gehen, aber ihr habt halt nur eine Kombination, die euch das Leben rettet. Das ist nun mal die Radreifenkombination in Kombination mit der Bremse und da sollte man nie dran sparen. Deswegen fährst du auch Markenreifen. Ja, Pirelli P Zero. Ja. Sind zwar ziemlich gehasst in der Mustang-Szene eigentlich, ich komme damit sehr gut klar. Warum sind die so gehasst? Weil die ein schlechtes Nassverhalten haben. Fährst du den Wagen bei Nässe? Nein. Das ist ein Schönwetterfahrzeug, oder? Schönwetterfahrzeug fürs Wochenende. Das heißt, wenn es regnet, bleibt er stehen und im Winter wahrscheinlich auch. Also ich fahre selten im Regen, es sei denn, ich muss nach Hause kommen, ansonsten fahre ich im Regen nicht. Und wenn du dann fährst du langsamer, weil ich habe den, als ich den mal gemerkt habe, das ist ein Quertreiber. Machen wir uns da nichts vor, wenn du den vorne im Lenkwinkel ein bisschen übertreibst ein bisschen mit der Gaspedalstellung, dann treibst du rum. Dann kommt der rum. Man kann ihn aber relativ safe fahren. Ja, also ich habe keine Probleme damit. Es gibt das ein oder andere YouTube-Video, ihr werdet es wahrscheinlich kennen, da sieht man den einen oder anderen Fußballspieler schon mal mit so einem Mustang übertreiben. Aber grundsätzlich kann man ihn, wenn man sich da langsam rantraut, relativ gut beherrschen. Ja. Wie ist das mit der Leistung? Wenn du jetzt sagst, du hast ja ein bisschen was draufgepackt, dann wird es wahrscheinlich der Punkt, dass man sich beherrschen muss, kommt da ein bisschen früher, oder? Ah, der ist gut abgestimmt, das passt alles. Das so. Passt alles? Super. Ja. Am Heck hast du auch nicht ganz so viel verändert. Du möchtest aber ein bisschen was verändern. Du möchtest nämlich eine andere Heckblende haben, richtig? Ja, ich würde gerne die Heckblende vom US GT verbauen, weil die einfach nur diesen GT-Schriftzug hat, ohne diesen Knubbel hier drauf, ohne diesen Teller. Ist ein bisschen cleaner quasi nochmal, ne? Ja. Mhm. Ansonsten bin ich eigentlich fertig mit dem Heck. Andere Auspuffanlage ist verbaut, 3 Zoll, komplett durchgehend mit Klappensteuerung. Auch eingetragen? Eingetragen, selbstverständlich. Weil das hat mich echt gewundert, weil der ist richtig laut und deswegen kommen wir jetzt natürlich zum Soundcheck. Und ich sagte ja vorhin schon, wir machen heute ein bisschen was Besonderes, denn ihr habt heute 2 Soundchecks, denn er hat eine Klappensteuerung verbaut, deswegen machen wir jetzt den Soundcheck mit der geschlossenen Klappe. Das kann sich schon hören lassen, oder? Aber jetzt würde ich sagen, öffnen wir mal die Klappe. Und geben nochmal Gas. Kann sich hören lassen, oder? Ich finde, das kann sich definitiv hören lassen. Und egal, ob offen oder geschlossen, klingt meiner Meinung nach richtig gut. Das liegt aber auch daran, dass so ein V8 natürlich auch schon geil klingt. Ja, also klingt V8, ja sehr, mein Traum, schon sehr gut. Mein Traummotor, muss ich einfach sagen. Egal, bei welchem Hersteller ein V8 ist, einfach ein V8 ist ein V8 und bleibt auch ein V8. Und du hast meiner Meinung nach wirklich das Optimum rausgeholt, auch am Sound. Dafür schon mal Glückwünsche. Es gibt aber einen Kritikpunkt, jetzt muss ich mal einfach sagen, Felix, komm mal ganz schnell ran hier. Es gibt einen Kritikpunkt, den muss ich einfach beim Ford Mustang zeigen. Den hat, glaube ich, auch fast jeder Ford mittlerweile. Der Focus hat, glaube ich, auch. Ich weiß es aber gar nicht, aber beim Mustang ist mir damals schon aufgefallen, das hat mich wahnsinnig gestört, dass die Tankklappe, dass der Tankdeckel nicht abschließbar ist. Und die haben ja diese schöne, praktische Easy-Full-Funktion. Und da kann man einfach was reintun. Ja. Und ich weiß wirklich nicht, was sich Ford dabei gedacht hat, dass sie es einfach zu gemacht haben zum Betanken. Das ist ja super, weil der verbraucht ja auch ein bisschen was, dann ist man schnell an der Tankstelle, schnell wieder weg, alles gut. Also das macht ja Sinn, diese Easy-Füll-Funktion. Aber grundsätzlich nicht abschließbarer Tankdeckel, da kann ja jeder, wenn man mal so will, was reintun. Ja, ist ein sehr großer Kritikpunkt. Gibt es weitere Kritikpunkte beim Ford Mustang, die du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, wo du sagst so, da,
Eine Sache stört mich dann doch dennoch. Das Tankvolumen ist sehr gering. Die haben 55 kleinen Liter. Wobei, damit sind sie noch relativ groß. Wenn ich überlege, dass Mercedes eine C-Klasse rausbringt mit 43 Litern. Die versuchen natürlich immer Gewicht zu sparen. Ja, Gewichte, klar, man muss das Gewicht runterbringen und so weiter. Und da wird dann am Ende tatsächlich auch am Tankvolumen gespart. Wo wir früher gesagt haben, komm, ein großer Tank, weite Reichweiten. Mittlerweile wird am Gewicht gespart, nämlich tatsächlich, indem man den Tank, das Tankvolumen verkleinert. Und da finde ich 55 Liter natürlich schon relativ groß. Und ihr hört es da oben, ne, die Nebelgrähe. Hier, da oben ist sie. Die meckert auch darüber. Sollte man also unbedingt was dran ändern. Ja, würde ich sagen, wird Zeit für den Innenraumcheck. Deswegen steigen wir mal ein und ich mache die Tür direkt auf und habe dann diese 25. Und 25 wäre ich ganz gern mal. Bin ich aber schon lange nicht mehr. Du, sag mal, als 23-Jähriger, ne? Ja. Warum kauft man sich einen Mustang? Erzähl mir doch mal ganz kurz deinen automobilen Werdegang, bevor wir hier über den Innenraum reden. Ganz klar, Traumauto. Ganz klar. Ich wollte mit 19 habe ich meinen Führerschein endlich mal gemacht. Ich habe es vorher nicht geschafft wegen der Ausbildung. Wollte ich mir schon einen Mustang kaufen, war beim Händler, aber der hat mir die Probefahrt verweigert. Das ist natürlich dann doof, weil wenn Händler dann sagen, komm, nee, lass mal sein und schick dich dann weg. Das ist mir auch mal ganz ähnlich gegangen, lustigerweise. Wie gesagt, bin ein bisschen älter, bin Führerschein 96, 97 gemacht. Ich wollte einen Fiat, lach gut, ich wollte einen Fiat Cinquecento Abarth haben. Finde ich ein schönes Auto, habe ich auch schon mal nachgeschaut. Diese kleinen gelben Knutschkisten. Und da hat mir dann der Händler gesagt, damals muss eigentlich ein Neuwagen sein. Und da habe ich mir gedacht, so, weißt du, ich hatte das Geld in der Hand. Also ich hatte das Geld mit quasi, weil ich wusste, ich war ja ganz, ganz jung, ich wusste nicht, wie man ein Auto kauft. Ich habe ganz viel Geld gespart und hatte das Geld quasi dabei und ja, der wollte mir das Auto nicht verkaufen. Dann habe ich dann gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und dann ist es ein Corsa geworden. Aber mit 90 PS immerhin. Ja, bei mir ist es dann Mini Cooper geworden. R53 John Cooper Works. Das war dein erstes Auto? Ja, 211 PS, nachher 230, umgebaut für die Rennstrecke. Auch ein Go-Kart auf Rädern, ne? Ja, ich hatte es eigentlich aus Protest gekauft, war das Traumauto meiner Freundin, habe ich mir dann gegönnt. Und dann hast du den verkauft, weil? Weil das mein Traumauto ist. Okay, dann hast du einfach gesagt, so komm, Mini muss weg. Ja. Gut, preislich wahrscheinlich gar nicht so der große Unterschied, ne? Verbrauch, meine ich so, und Unterhaltungskosten. Verbrauch ist der Mustang gegenüber einem R53 mit Kompressoraufladung sparsam. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil... Auf der Rennstrecke zieht der Mini sich schon 30, 35 Liter weg. Ja gut, aber wenn du die Nähe voll trittst, dann ziehst du dir auch den 30 Liter weg auf der Rennstrecke. 38. 38? Ja, aber Autobahnjagen, da ist der Verbrauch des Mini Coopers höher. Aber der Wagen sieht von außen so top gepflegt aus. Den fährst du nicht häufig auf Autobahn Vollgas. Doch. Echt? Ja, dann Respekt, weil dafür ist der wirklich im 1A-Zustand. Sprechen wir ganz kurz über den Innenraum. Du hast ihn original gelassen, muss man so lassen, sagen. Ja, ich habe ihn original gelassen, weil der an für sich fast perfekt ist. Meinen Augen. An für sich, was würdest du verändern wollen? Ich würde die Mittelkonsole noch beledern. Das ist ganz fest für nächsten, übernächsten Monat geplant. Das Handschuhfach beledern lassen, einfach aus dem ganz einfachen Grund wegen den Kratzern von der Handtasche der Freundin. Die darf man nicht mitnehmen, ne? Ja. Und den Tacho möchte ich ändern. Also der geht ja nur bis 260, bis 300. Wer macht sowas? Heller Tacho-Design. Okay. Ja. Jetzt hast du da oben dieses P-Gear. Ich habe das auch zu Hause liegen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Erzähl mal ganz kurz deine Erfahrung dazu. Ein Top-Gerät ist zwar jetzt noch nicht so lange auf dem europäischen Markt, deshalb sind die Updates noch ein bisschen hinterher, aber ich denke mal, das hat ein großes Potenzial. Was kann man damit machen, nur für die, die es jetzt nicht wissen? Erstmal kann man Zeiten messen für einen Drag Race, Drag Day. Verschiedene Rennstrecken sind mittlerweile implementiert. Der Bilsterberg leider, leider nicht. Und Hockenheim, glaube ich, auch falsch. Ja, nicht so ganz richtig implementiert, aber so Zeiten wie 0-100, 0-200, 100-200, 250 oder selbst Zeiten nehmen, individuell. Also geht dann über GPS und wird dann halt verknüpft mit dem Smartphone und dann kann man sich das dann alles anzeigen lassen, kann Profile anlegen und sich dann auch damit anderen messen. Ja, richtig. Also Europa und weltweit, verschiedene Klassen, Muscle Car, AMG, BMW, Audi,
je nach Marken. Und man kann auch Videoaufzeichnungen machen mit den Beschleunigungszeiten und, und. Das geht auch. Also man könnte quasi das Smartphone jetzt in die Scheibe hängen und könnte dann sagen, das wird gleichzeitig eingeblendet. Richtig. Ja, das muss ich dann, glaube ich, doch mal ausprobieren. Was kostet das Gerät? 160, 170 Euro circa, je nach Anbieter. Ich sag mal so, wenn man ab und zu mal die Beschleunigungswerte messen will, dann ist das relativ günstig, denn die richtigen großen, teuren Geräte sind wirklich teuer. Ja, die Konkurrenz fängt bei ca. 300 Euro an und hört bei 600 auf. Ja. Zwar, das Gerät für 300 Euro kann die Zeit nicht korrigieren, für 600 kann es, die Box soll es automatisch machen, aber das ist, denke ich, noch so ein leichtes Bug implementiert. Ja. Also, wie gesagt, ganz frisch auf dem Markt. Die brauchen auch ganz viel Sicht natürlich, deswegen immer schön in die Scheibe packen, weil der braucht einfach die Satelliten vom GPS. Ja. Weil sonst, je weniger Satelliten, umso ungenauer werden natürlich auch die Werte. Ja. Dann hast du hier noch einen Handyhalter. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? So und zwischen uns beiden, ne? Funktioniert das? Weil ich habe immer Angst, dass das so irgendwie was abbrechen könnte oder was. An der Lüftung? Ja. Nein. Also ich habe das mit einem Magneten, ja. Ist eine Magnetplatte, hinten auf dem Handy dann draufgeklebt, hält bombenfest. Okay, und da ist auch noch nie was dran passiert oder was? Nein, ich habe das jetzt bei jedem Auto mittlerweile drin und perfekt. Also auch da eine Kaufempfehlung. Ganz klare Kaufempfehlung, ja. Ist ja auch so ein bisschen Innenraumtuning, weil irgendwo muss das Handy ja hin und das ist ja so ein Ding, der Mustang, so ablagetechnisch. Ablagetechnisch sieht das ziemlich mau aus, man hat hier zum Beispiel ein Ablagefach. Ja, aber da passt mein Handy ja nicht mal rein. Nee, meins auch nicht. Hier zum Beispiel könnte ich, aber hier habe ich meistens was zu trinken. Ja, oder auch die Hand drauf liegen, ne? Dann hast du ja, ne? Das ist auch doof. Und da ist ja hinten noch so ein kleines Staubfach. Aber da passt auch nicht. Und man will ja auch nicht immer kramen, nee, oder so. Und hier in diese Ablagen hier unten, da passt auch nicht ganz so viel rein. Das und es versinkt dann nach hinten. Genau. Das wird dann meistens, Taschentücher kann man da ganz gut reinpacken. Ja, die habe ich hier, weil die Becherhalter, die könnten ein bisschen dicker sein. Eine Dose zum Beispiel, die fliegt dann hier durch die Gegend. Ja, wobei, die haben ja schon diese Nupsis gemacht. Aber da merkt man auch, das ist ein amerikanisches Auto. Obwohl, da gibt es auch noch Unterschiede. Wie genau das jetzt zusammenhängt mit einem Facelift oder mit einem kleinen internen Modell-Update, weiß man auch nicht so genau. Zumindest gibt es hier drei verschiedene Ausführungen mittlerweile. Okay. Aber wie die genau zusammenhängen, ab welchem Baujahr... Wahrscheinlich drei verschiedene Zulieferer. Ich weiß es nicht. Aber das ist typisch amerikanisch. Becherhalter haben die immer. Und immer große. King Size. Immer King Size, ne? Ja, King Size. Hier vorne sitzt man ja wirklich wahrlich bequem. Muss man wirklich sagen, auf den Recaro sitzen auch als Beifahrer genug Beinfreiheit. Der Fahrer hat hier wirklich eine ideale Sitzposition. Man sitzt schön tief. Ich finde ja diesen Ausblick draußen über diese Haube mit diesen Huckeln, den finde ich ja fantastisch. Ja. Hinten machen wir uns da nichts vor. Nicht mal die Schwiegermutter, oder? Nein. Das sind Notsitze wie im 911er. Also eine Tasche, also ein Beifahrer. Aber man kann umklappen, das heißt, man könnte den Kofferraum vergrößern, ne? Ja, das könnte man machen. Das heißt eigentlich, ausbauen im Käfig rein, geht auch. Ja, möchte ich aber nicht so gerne machen. Hackt man auch relativ wenig Kopffreiheit dann hier oben, ne? Wenn der Käfig hier wirklich rumläuft, dann hast du hier wirklich, dann wird es wirklich eng im Muster. Vielleicht einfach nur ein Bügel, Kreuz. Genau, Bügelkreuz, das funktioniert, weil die Sitze hinten könnt ihr eh nicht nutzen. Das heißt, wer noch ein bisschen mehr wachen will, der könnte sowas noch machen. Wolltest du dich sagen, fahren wir mal eine Runde? Ja. Sag mal, Leonard, wieso Automatik? Tja, das ist eine gute Frage. Es war mir egal. War ob Schalter egal? Oder Automatik, beides hat Vor- und Nachteile. Wo würdest du die Vorteile sehen bei der Automatik? Entspannteres Fahren. Muss ich schalten. Wenn man zum Beispiel im Stau ist oder so, dann muss man nicht die ganze Zeit auskuppeln, einkuppeln. Ja. Und der... Man sagt ja immer, dass so ein Schalter sportlicher ist, aber der ist ja nicht wirklich unsportlich hier. Das kann man ja nur nicht sagen. Die Getriebesoftware ist jetzt auch angepasst, die Getriebesoftware. Also die Schaltzeiten sind recht gut. Hast du das bei Schropp gemacht oder wo? Ja, bei Schropp. Ist ein guter Kerl. Der macht das auch so 20 Jahre bestimmt schon, ne? Ja. Der ist ja ehemals, der kam ja vom Automobilhersteller, ohne mal Marken nennen zu wollen. Und dann hat er sich selbstständig gemacht als Tuner. Und der weiß auch wirklich, was er macht. Also ja, Grüße. Wie hieß er nochmal mit Vornamen? Peter. Peter Schropp, genau. Ja, ihr habt ja letztens mal gefragt, warum fahrt ihr eigentlich mal so langsam? Wir fahren hier ohne Kennzeichen auf Privatgrundstück, deswegen fahren wir maximal 50. Das nur mal so auch als Insight, so für euch. Ab und zu geben wir ja auch mal so ein paar Insights mit. Heute ganz besonders. Wenn du sagst, hier die Lenkung. Ist hier die direkt genug? Könnt ihr noch ein bisschen direkter sein? Man kann sie ja einstellen. Also man hat einmal diesen Modus Normal, Sport und Komfort.
Oh gut, dann wird er ja nur härter, oder der Lenkwiderstand wird härter. Der Lenkwiderstand, aber so ist direkt genug. Man muss ja immer noch bedenken, dass ein Mustang jetzt kein Sportwagen ist, sondern Gran Turismo eigentlich. Dafür steht das GT und dafür... Aber man kann ihn schon sehr sportlich bewegen. Ja. Machen wir uns da nichts vor. Lieblingsfunktion hier ist wahrscheinlich auch der Burnout-Modus, weil du hast vorhin gesagt, du hast 3 Reifensätze schon diese Saison drauf. Diese Saison. Das heißt, du fährst häufig quer. Ja, und wenn sich die Möglichkeit gibt und es so gewünscht ist, lasse ich gerne nochmal einen drehen. Jetzt habe ich gerade draußen gesagt, apropos drehen, die Bremsscheiben sind teuer mit 1200. Das ist aber im Vergleich zu der serienmäßigen Anlage, die man kaufen kann, schon günstig gewesen. Was kostet die so? Ich meine, ich hätte jetzt mal gesehen, dass die so bei roundabout 2000 Euro ist für vorne, hinten, Belege, Scheiben. Und dann hat man halt nur eine normale Bremsscheibe, also nicht gelocht, nicht geschlitzt. Also die Wärmeabfuhr ist nicht optimal. So, vom Fahrwerk her muss man aber wirklich sagen, das ist eigentlich noch komfortabel. Aber also du hast es klar, das sind die serienmäßigen Stoßdämpfer, nur tiefer gelegt durch die Eibachfedern. Das heißt, wir haben einen relativ tiefen Schwerpunkt. Ja. Aber natürlich auch durch die Reifen, die natürlich hier relativ hoch aufbauen, ist das ein sehr, sehr komfortables Fahren. Würdest du trotzdem nochmal sagen, Eibachfedern? Oder würdest du jetzt doch sagen, jetzt nach der Erfahrung, nee, Federn alleine reicht mir nicht, ich will doch ein Fahrwerk? Da ich ja ziemlich performanceorientiert bin, würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall Gewindefahrwerk verbauen. Ich werde jetzt auch in Zukunft noch ein Gewindefahrwerk verbauen. Ich finde, man sollte sich das ganz genau überlegen, sonst zahlt man einfach zweimal. Weil der Einbau der Federn ist schon verdammt teuer. Ich habe jetzt, ich meine, 800 Euro bezahlt und ich hätte den Einbau eigentlich auch selbst machen können. Und ja, und ein Fahrwerk ist halt einfach schneller eingebaut. Und die Montagekosten sind die gleichen, denn das Fahrwerk, da muss der Dämpfer auch raus bei den Federn. Also von daher, also die Montagekosten dürften die gleichen sein. Ja, wenn nicht sogar günstiger beim Gewindefahrwerk. Plug and Play, ne? Ja. Ja gut, da ist dann natürlich nachher die Frage der Einstellmöglichkeiten, wie du es halt einstellen möchtest. Ja. Ne? Da fährt man dann vielleicht nochmal zurück und macht es dann nochmal. Und bei jeder Verstellung muss man rein theoretisch ja auch die Achsvermessung neu machen lassen. Ja. Unsere Zuschauer wollen ja immer wissen, was kostet der Wagen? Also preislich, wo fangen die so an aktuell? Also nicht neu, sondern so deiner jetzt, 2015er Modell? Circa 36.000, 37.000 Euro. Okay. Fangen die so langsam an. Das heißt, du hast ja nochmal ungefähr, hast wahrscheinlich nie zusammenaddiert, aber ich habe jetzt im Kopf mal mitgerechnet, so ungefähr 8.000, 9.000 Euro investiert. Kommt das hin? Ja, das kommt gut hin. Und wenn wir jetzt mal über das Thema Verbrauch reden, du fährst ihn teilweise mit 8, 9 Liter. Wenn extrem man kann ihn sparsam so fahren, fährst. Aber ich fahre ihn so nicht. Hast du mal so einen Durchschnittsverbrauchwert ermittelt? Ja, den könnten wir sonst auch zeigen. Ja, zeig doch euch mal. Ich habe hier zum Beispiel, ich habe den noch nie zurückgesetzt im Bordcomputer. Der nullt sich immer automatisch wieder, aber der ermittelte Verbrauch, der nullt sich nicht. Und der ist halt bei 14,4 Liter. Okay. Mit Rennstrecke, mit Viertelmeile, mit Vollgasautobahn, mit Cruisen, also der ist human. Ich bin jetzt hier hingefahren mit 10,5 Liter heute Morgen, ganz entspannt, Tempomat 160, was will man mehr? Wie weit war deine Anreise? 230 Kilometer. Ja, erstmal Respekt und vielen Dank für die weite Anreise, dass du uns das Fahrzeug hier so zeigst. Das heißt also mit Verbrauch mit 14 Liter im Durchschnitt, aber du tankst immer die beste Suppe wahrscheinlich. Aral 102 Ultimate. Warum tankst du das? Weil es das Beste ist. Es soll das Beste sein, aber die Tests beweisen es eigentlich auch. Und der Wagen und die Software ist jetzt zum Beispiel auch auf 102 abgestimmt. Also 102 Oktan. Ja. Gibt es nämlich wirklich. Hat mir letztens einen Kommentar, der sich darüber lustig gemacht hat, aber tatsächlich, es gibt 102 Oktan an Tankstellen. Ja, aber nur bei Aral. Leider. Leider. Sonst wäre das Netz noch ein bisschen besser ausgebaut. Ich fahre jedes Mal 20 Kilometer zur Tanke. Ja, und dann ist natürlich ärgerlich, wenn der Tank so klein ist. Ja. Was möchtest du deinem Mustang noch verändern? Also Innenraum war klar, du möchtest das Bild edern. Möchtest du außen noch irgendwas optisch verändern? Aufkleber vielleicht doch wieder entfernen? Ja, die Zahl und die Sponsorenaufkleber werden entfernt. Es kommt wie beim alten Shelby GT 350 aus den 60ern kommt links und rechts ein Streifen dran. Mhm. Ein Dreifachstreifen, also zwei feine Linien und ein dicker in der Mitte. Okay. Mit GT.
ich liebäugel noch ein bisschen mit einem Spoiler, aber ich finde, das ist eine schwierige Nummer. Ja. Es kann schnell das Design ziemlich zerstören. Ja. Die Felgen möchte ich noch haben, die wie angesprochen. Und einen Kompressor. Echt? Mit einem Kompressor umbau? Ja. Dann hast du dieses typische Kompressorgeräusch aber, ne? Magst du das? Ich mag das. Wahrscheinlich auch schon zum Winter hin. Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal wiedersehen, wo wir da gucken, wie das geworden ist und ob du damit auch zufrieden bist, mit dem Umbau. Ja, ich kann immer nur sagen, ich mag den Ford, ich mag den Mustang, ich mag auch den V8 und ich glaube, ich würde mich wirklich für so einen V8 entscheiden, wobei ich wüsste nicht genau, ob ich jetzt einen handgerissenen haben will oder eine Automatik, wobei wahrscheinlich mittlerweile auch Automatik reicht ja auch vollkommen aus, ne? Ja, ist Geschmackssache, so habe ich das auch gesehen beim Kauf. Und apropos Geschmackssache, weil wir haben ja mal drei Fragen mittlerweile bei Ausfahrt TV Tuning. Du grinst schon, weil du kennst das Format. Ich brauche gar nicht fragen. Der Wagen, der steht hier wie aus dem Ei gepellt. Das heißt, du wäschst den Wagen einmal die Woche mindestens. Mindestens. Manchmal fahre ich auch nur zum Waschen in die Waschbox und fahre dann wieder zurück in die Scheune. Macht einfach Spaß. Das macht man auch, wenn man so einen Wagen hat mit so schönen Formen, ne, dann wäscht man den wirklich auch gerne. Also 4-5 Stunden von Hand massieren. Du machst aber so richtig, ne? Du zelebrierst das dann auch so ein bisschen, ne? Ja. Man könnte auch so einen Waschporn quasi machen, aber da heute leider nicht. Traumwagen, hatten wir schon vorhin mal angesprochen. Was ist dein Traumwagen? 67er Ford Mustang Fastback. Und wenn man jetzt mal so sagt, bei Neufahrzeugen, in welche Richtung geht's da? Ja, auch so eher in die sportliche Richtung. Also so ein Shelby GT 350, schon ein schönes Auto, oder 911er GT3. Ja, habt ihr gehört, er hat einen 911er GT3 gesagt. Ist natürlich auch mein absoluter Traumwagen. Aktuell 911 GT3, aber sehr teuer. Sehr teuer. Gut, ein Shelby ist auch teuer. Ja, bezahlbarer als ein GT3, aber... Ist günstiger als ein Basis-911er. Das stimmt natürlich, aber grundsätzlich Mustang V8 ist ein bezahlbares Fahrzeug. Ja. Ja, und das bleibt da auch jetzt mit dem Facelift, der ist ja nicht wirklich viel teurer geworden. Nein, das liegt an der Preispolitik von Ford. Die haben ein- oder zweimal die Preise erhöht. Dadurch sind die Gebrauchtwagenpreise auch ziemlich stabil. Die gehen nicht groß runter. Ja. Wenn du jetzt sagst, die Gebrauchtwagenpreise bleiben ziemlich stabil. Wenn wir jetzt draußen nochmal so einen jetzt auch angefixt haben, wenn der sagt, ich will jetzt auch unbedingt so einen Mustang haben, auf was muss er unbedingt achten? Optisch würde ich einfach darauf achten, ob irgendetwas verändert ist, karosseriemäßig, weil das lässt dann schnell Rückschlüsse darauf zu, ob er einen Unfall hat oder nicht, weil dann ist er mit günstigeren Teilen versorgt worden. Okay. Sind da meistens US-Fahrzeuge, sprich kleinere Spiegel, rote Rückleuchten, Tagfahrlicht. Ja, einfach auf einen Unfall achten. Motormäßig, getriebemäßig, achsenmäßig sind die unproblematisch. Und da kannst du einfach sagen... Roundabout, achtet auf die Karosserieteile. Woran erkennt man, dass es dann keine originalen Teile sind? Zum Beispiel haben die dann eine Hood noch drauf. Mhm. Das ist dann also eine kleine Erhöhung hier in der Mitte. Das spricht dann meistens für eine andere Motorhaube. Obwohl es da sogar einen Aufsatz von Ford Performance gibt. Die machen eine ganze Menge, ne? Also Ford Performance. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Ich glaube mittlerweile 10 Abgasanlagen am Markt. Auch etliche mit Klappe und da kommt immer mehr. Kompressor, die haben alles auf dem Markt. Also ihr merkt das schon, wenn ihr euch für einen Ford Mustang interessiert und ich sag's immer wieder, V8, dann gibt's da wirklich viel. Es gibt viel Auswahl. Ich habe letztens auf den Gebrauchtwagenmarkt geguckt. Ne? Ihr kennt das. Kennt ihr das eigentlich auch? Ab und zu mal so reinschauen, nur mal gucken. Also ohne Kaufinteresse. Wirklich nur mal gucken. Kennt man, ne? Die Lieblingsmänner-App, mobile. Ja, oder Autoscout, ne? Je nachdem, was es da so gibt. Und ich gucke, glaube ich, in drei mittlerweile. Einfach nur mal, was da so angeboten wird. Und ich habe da wirklich, ich gucke da immer nach Mustern. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist es wirklich so drin. Und irgendwann, früher oder später, werde ich einen fahren. Das war's für Ausfahrt TV Tuning. Das war Folge 12. Hat es euch gefallen? Einfach mal ein Like da lassen. Unten kommentieren bei Fragen. Und natürlich euch bewerben. Hier unten eingeblendet, tuning@rad-up.com. Wenn ihr auch mal hier kommen wollt zum Blitzerwerk, war nicht so schlimm, oder? Nee, war super. Tolle Atmosphäre, nette Leute, passt. Und das haben wir noch nie gemacht, aber jetzt zeigen wir euch einfach mal die Leute, die auch Kameramann sind. Deswegen filmt euch mal gegenseitig. Und jetzt seht ihr den Felix und den Lukas. Ja, und da hinten ist unsere Halle. Das ist die Halle D27. Da stehen doch gerade noch die anderen Fahrzeuge, die auch noch gedreht werden. Und was wir noch sagen wollten, viele Grüße natürlich auch an unseren Ernst, an unseren eigentlich ein Carporn-Filmer, der sich den Ellbogen gebrochen hat und deswegen der Lukas jetzt hier aushilft. Vielen Dank nochmal dafür. Und wie gesagt, Like da lassen,
unten kommentieren und natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Ausfahrt TV Tuning. Bis dann, euer Jens. Ach nee, ich muss sagen, ciao Fans, euer Jens. Ausfahrt TV Tuning wurde präsentiert von Sonax.